Mich stört ein bisschen, dass ich nicht weiß, wann wer rauskommt. Ist ein bisschen ätzend. Weil, warum darf ich das vorher nicht erfahren? Aber die dürfen wissen, wer ich bin. Ist ein bisschen ätzend. Aber vielleicht klappt es diesmal ja. Ich würde zumindest gern einen Gegner besiegen. Das wäre nett. Einen Sieg hätte ich gern auf der Tasche schon mal. Ja, Emma hat sich hingelegt. Jo. So, ich fange an mit Yugong. Wasser, Eis. Ich glaube, ich war schnell letztes Mal, aber ich habe dich getötet direkt. Ah, jetzt. Ich war schneller, aber. Ich bin wieder schneller, okay. Bist du ein Two-Hit für mich jetzt? Du bist doch ein Two-Hit sogar. Kaskade macht Faden, aber nicht genug. Ja, knapp unter der Hälfte. Das ist gut. So, Yugong, du müsstest K.O. gehen. Wenn ich treffe. Du müsstest jetzt K.O. gehen. Nein! Ah, oh, es fehlt genau ein bisschen. Verdammt! Okay, ich werde dich auch im Kopf behalten. Warum bist du schneller als ich? Ich hasse es. Ich hasse so einiges gerade hier dran. So, Bandit. Ich schick dich rein. Und ich hoffe, du bist schneller. Du bist schneller. Gehe ich von aus. Bin ich ehrlich mit dir. Ja, okay, gut. Wenn gleich ein anderer reinkommt, ein anderer Gegner, dann muss ich gucken, was ich tue. Wahrscheinlich wird es aus DOS reinkommen. Gehe ich von aus. DOS. Tut mir leid. Gehe ich von aus. DOS. Okay. Aus DOS. Das Wassereis. Hopper kommt rein. Austausch ist langsam, muss man sagen. Austausch ist sehr langsam. Das heißt, wenn ich gleich meinen Mascha reinpacke, könnte es sein, dass Mascha schneller ist. Das bringt dich um, Papa. Das weiß jeder. Es bringt dich nicht um, das weiß keiner. Keiner hat's gewusst. Nicht mal ich. Du bist schneller sogar, cool. Dein Schaden ist da, würde ich jetzt sagen. Du hast getan, was du konntest. Du hast getan, was du konntest, mein Freund. Nicht danke dafür. So, Raquel. Ich brauche dich jetzt für den Schaden. Upsi. Ja. Ich brauche dich jetzt für dein Damage. Und ich hoffe, dass du mit einem... Was macht Meister Schlagen? Durchbruch. Überroller. Nee, ich mach gerade Schlag. Warum bist du ein langsamer? Überlebst du die? Ja, oder? Knapp. Oh mein Gott, der Schaden ist schrecklich. Ich nehme alles zurück. Austausch ist mein Problem. Naja, eigentlich ist mein Problem ja eher Yugong. Das ist mein Problem wohl eher. Lapras, I guess. I guess. Wo ich nicht weiß, wie Lapras dagegen helfen kann. Wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, du bist langsamer. Verdammt. Ich meine, man ist verwirrt. Ich meine, etwas. Du, danach kommt noch das gegnerische Lapras rein. Was mir nicht hilfreich ist. Oh mein Gott, der Kampf geht so viel schlechter jetzt gerade. Ja, ich habe einfach keinen Schaden, der effektiv wird, muss ich sagen. Okay, Verwirrung geht zwei Runden. Dornkanone. Wasser? Nee, Käfer. Na gut. Es trifft mich ein paar Mal wahrscheinlich. Dreimal. Dreimal, okay. Aber kann ich leben. Der Schaden war ein Volltreffer. Das ist traurig. Niemand. Ja, das war wieder okay. Komm, treff dich selber. Damit. Das sollte keinen Schaden machen eigentlich. Paralyse? Ja. Yeah. Gerade ist nur Chip Damage gegen Chip Damage, weil keiner von beiden wirklich Schaden machen kann, gerade gegen anderen. Außer bei Hydropumpe. Was ich nicht habe. Ich habe das TM, aber ich würde euch ungern TMs nutzen im Kampf, wie gesagt. TMs nutzen, weil ich niemand ziehe. Don't come on, okay, dann ziehen wir mal. Zweimal nur diesmal vielleicht?
Okay, ist langsam ein Problem. Yo, treff fünfmal, warum nicht? Mit einem Volltreffer, ja, wieso denn nicht? Ich habe eigentlich schon Nachteil genug. Weil ich schon drei meinen Pokémon K.O. gemacht habe. Jesus. Lorelei, komm runter. Yay. Jetzt kommen wir jetzt rein. Rosanna. Okay. Jetzt müsste ich eigentlich tauschen zu Bandit. Und hoffen, dass es keine Wasserattacke benutzt. Ich hoffe einfach. Ich bete mit allem, was ich habe, dass es keine Wasserattacke benutzt. Es benutzt Psychonese, okay. Damit soll ich klarkommen. Aber natürlich der Volltreffer, was denn sonst? Alles andere wäre ja witzig. Bin ich schneller. Frage ist, bringe ich sie um damit? Nein, tue ich nicht. Bringt sie mich um damit? Ja, tut sie. Cool. Au. Ja, ich glaube, der Kampf wird aktuell nichts. Ich weiß nicht, was ich ändern kann. Ich habe halt keinen Plan, wie ich mein Team ändern sollte dagegen. Ich habe wahrscheinlich nur die falschen Attacken dabei. Aber ich habe halt kaum Attacken, die ich sonst machen kann. Der hat immer noch das Lapras da hinten. Oh, verdammt, ey. Der hat noch immer das Lapras. Der hat noch immer das, das letzte Pokémon, was noch fehlt. Was auch immer das sein soll. Ich weiß es mir echt dann gar nicht. Arktos vielleicht. Nein, Arktos nicht, aber. Jemand anderes wahrscheinlich. Ziehstrahl. Der wird richtig schnell gehen. Verwirrung? Schade. Ja! Hat jemand einen Plan, was ich dagegen ändern könnte? Weil das Problem ist auch, meine Kampfpumpen, die ich habe, machen keinen Damage. Traurigerweise. Ja, ist der Drachen. Drachen, jetzt haben wir den Heiß. Drachen, irgendwas. Und schneller als ich. Drachenputz ist was. Warum auch immer es das hat. Jo. Ich glaube, ich muss gucken, ob mein. Warte, ich glaube, ich muss mal gucken, ob mein Voltoball, Elektroball vielleicht was anderes nehmen kann. Ich bin sicher, es gibt noch bessere Elektroattacken als das. Donner zum Beispiel. Dass es aus irgendeinem Grund nicht hat. Den Grund kenne ich nicht. Aber es hat überraschend schreckliche Attacken. Wenn es Donner hätte, hätte ich vielleicht die Chance, das Yugong mit zwei Schlägen zu besiegen. Oder irgendwas anderes außer Donnerschock. Ich meine, hier ist auch irgendwo die Attackenlernerin. Vielleicht kann ich sie mal fragen, ob sie was hat für mich. Guck mal kurz. Ja, hier, ne? Da ist sie. Ich speichere mal davor. Nur falls ich die, die Headshot nicht wieder kriege. Okay. Was kann Pikachu so lernen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, du lernst ja gar nichts Gutes. Oh mein Gott. Oder sind das nur die, die es lernen kann an sich gerade? Weil ich die verlernt hatte schon mal. Das kann auch sein. Mal gucken, warte. Gibt es hier auch den Attackenlerner? Gibt es noch jemanden, der meine Attacken beibringen kann? Ja, anscheinend gibt es den, aber ich weiß nicht, wo der ist. Ah, es gibt den Typen, der halt, mal gucken, wo der ist. Ich habe mal Interesse, wo ist der denn so? Let's go, Pikachu. Hilfreich Personen damit oder was? Der Super Spezialopa. Ja. Was macht der? Hm, okay, nicht hilfreich. Der Attackentutor hilft nur bei den. Ah, der hilft nur bei den Dingern.
bei Pikachu. Ich glaube nicht, dass mein Team was machen kann. Ich könnte höchstens halt TMs beibringen. Aber ich will es ungern tun. Außerdem weiß ich nicht, ob ich gut TMs überhaupt bei habe aktuell. Mal gucken. Donnerblitz hat's schon. Donnerwelle. Schön, Megasauger. Psychokinese. Zauberschein. Xen. Delegator. Flammenwurf. Surfer. Finale, Kreuzschere, Eisstrahl. Die meisten Sachen habe ich halt schon. Solarstrahl kannst du lernen? Warum? Erdbeben kannst du lernen. Was gar nicht schlecht ist eigentlich. Eishieb. Feuersturm. Kraftkoloss. Wie das nochmal. Aber mal gucken, was ist das nochmal. Ach, das ist es genau. Ich weiß ja nicht, was ich machen kann dagegen aktuell. Mich macht das Ausdoss fertig. Das Ausdoss ist halt... warte kurz. So, du machst Yugong normal fertig. Im Normalfall machst du Yugong eigentlich fertig. Im Normalfall. Du hast auch echt nicht die besten Werte. Bist schnell, das war's. Ich könnte das vielleicht benutzen höchstens. Die Frage ist, was mache ich dann? Weil dann habe ich das erst besiegt und danach kommt meist Ausdoss rein. Ausdoss. Kommt dann überhaupt Ausdoss rein? Ich glaube, es kommt dann gar nicht Ausdoss rein. Ich teste mal was aus. Einfach nur aus Interesse gerade mal. Einfach. Dafür, dass du so viel auf Eis stellst, machst du ziemlich auf Kaskade, Hydropumpe und Drachenpuls. Die einzige Eistaktik, die du machst, ist Eisstrahl, wenn einmal und. Naja, Blizzard. Du machst mehr Wassersachen als andere Sachen. Von daher. Weiß ich ja nicht, ob ich die jetzt Eistrainer nennen möchte. Bin ja gespalten darüber. Donnerwitz. Wir fangen mal von vorne an, Donnerwitz. Mal gucken. Vielleicht kriege ich noch einen Volltreffer hin. Oder Paralyse wenigstens. Nein, ich krieg Kaskade. Das ist nicht nett. Ich meine, ich sterbe euch nicht. Da ist normal. Hi, ich werde gerade aktuell fähig gemacht von Lorelei. Sag mal, kannst du einmal paralysieren vielleicht? Oh, aber du kriegst den Volltreffer. Natürlich kriegst du den. Wer denn sonst? Wer denn sonst, wenn nicht du? Nicht wahr? Wer denn, wenn nicht du? Das ist doch lachhaft, ey. Natürlich bist du ein Vortreffer. Was denn sonst? Alles andere macht ja keinen Sinn, ne? So, bist du schneller als Yugong? Ich hoffe es, ey, möchte sein. Ich hoffe, du bist schneller. Bitte sehr schneller. Nein, bist du nicht. Du lebst zum Glück. Siehst du es? Ja, gut. Ja, ich versuche so gut ich kann zumindest. Nur meine Pokémon sind nicht die besten dafür aktuell. Rosana, okay, das macht. Ich habe keine Käferattacke. Ich habe keine Käferattacke, von daher. Ja. Doof gelaufen, würde ich sagen, ne? Doof gelaufen. Ich bin wesentlich schneller. Guter Schaden. Ich bin tot, aber guter Schaden. Guter Versuch. Die Frage ist: Macht mein Bandit dich fertig? Besiegt Bandit dich mit Feuer? Du bist Eis. Und Psycho. Und du bist Eis. Und ich sollte schneller sein als du. Die Frage ist, riskiere ich die Hitzewelle? Für ein bisschen mehr Schaden natürlich nicht. Ich bin schneller. Okay, gut. Okay. So. Dann meine ich jetzt zu wissen, dass jetzt... Jetzt kommt wahrscheinlich... Ausdruck, genau. Ich habe keinen Plan, was ich gegen Ausdruck mache. Das ist mein Hauptproblem. Ich habe keinen Plan, was ich gegen dich tue, Ausdoss. Ich bin ehrlich mit dir. Bandit geht K.O. Bandit geht bei Hydropumpe direkt K.O. Lagune überlebt, macht aber keinen Schaden, weil sie hat auch nur Body Slam, Eisstrahl und Surfer. Und Kung Fu Strahl. Reflektor, du machst auch nichts dagegen.
Und du bist auch sinnlos, weil du auch direkt sterben wirst. Also muss ich tauschen mit dir. Bei Bandit würde ich gerne behalten, falls nochmal ein Eis-Nicht-Wasser-Pummel rauskommt. Obwohl ich nicht weiß, was nach Lapras kommt, leider. Okay, gut, guter Tausch. Macht trotzdem 30.000 Schaden. Nein, ich kann kein Item nutzen. Das ist meine Challenge, leider. Ich bereue es auch langsam ein bisschen, aber naja. Man tut, was man kann. Ich würde gerne gucken, ob ich die paralysieren kann. Eine Paralyse wäre super. Mehr wünsche ich mir nicht. Eine Paralyse. Mehr will ich nicht. Komm schon. Du hast es schon mal geschafft. Dein Schaden ist katastrophal. Du kannst mit paralysieren damit doch nicht. Ich würde sagen, du kannst damit doch paralysieren. Nutz sie. Tu es, bitte. Die Chance, wie hoch ist die Chance als Paralysierer? 30%, wenn überhaupt? Nicht mal. Wenn ich wiederbeleben könnte, wäre die Chance mit Pico Baller ziemlich gut. Aber kann ich leider nicht. Das kann doch nicht sein. Was ist die Chance denn? 10? Du triffst ja jetzt 5-mal wahrscheinlich. 30er sag ich, ja. Okay, 3-mal. So langsam gehe ich K.O. Ach, dankeschön. Besser spät als nie, würde ich sagen. Wo er. Was mache ich jetzt, wie ich fragen soll? Was mache ich jetzt dagegen? Eisstrahl bringt nicht viel. Surfer macht gleich viel Schaden. Machen sogar beide gar keinen Schaden gefühlt, von daher. Okay, Surfer macht Damage. Okay, Surfer kann funktionieren. Surfer kann funktionieren. Hi, Emma. Na, Baby, wie geht's dir? Okay, Surfer könnte klappen. Wenn es noch einmal paralysiert ist, komplett, dann habe ich eine Chance. Oder Volltreffer. Oh, du lebst doch, warum? Oh, dankeschön. Okay, dann, ja. Surfer, ne? Ich habe das Gefühl, er ist der. Sie ist aber für mein Pokémon auch die schwerste irgendwie. Weil Eis, ich habe nur 2, die gucken Eis in Gift. 3, wenn die überleben dürften. Was sie aktuell nicht tun. So, was geht? Jetzt kommt, glaube ich, das nächste, ja. Jetzt kommt das Lapras. Ja. Lamus! Oh, das ist neu. Das habe ich bisher nicht gesehen. Das ist. War nicht schlimmer jetzt? Nochmal? Paralyse? Fragezeichen? Komm, Paralyse! Na, schade. Hätte ja klappen können, ne? Ist Lamus nicht einfach nur Wasser-Psycho? Ja, gegen dich ist aktuell gar nichts nützlich von mir. Bin ich ehrlich. Ich kann höchstens versuchen, mit dir zu kämpfen. Aber du hast einen schrecklichen... Ich wünschte, ich hätte eine Geistattacke. Das wäre so praktisch. Ich versuche mal zu verwirren. Schade. Ja, du hast Surfer, ich nicht. Ich hasse Lorelei. Ich hasse ihr gesamtes Team bisher. Ihr gesamtes Team ist schrecklich. Muss ich sagen, ihr gesamtes Team ist einfach schrecklich für mich. Ich habe gegen so einen großen Teil davon keine Chance. Vielleicht muss ich doch... Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht machen. Ich kann keinen Geistbogen reinholen. Weil Apollo und Nivolax sind beide Gift. Wodurch die auch direkt tot gehen werden. Auch wenn ich versuche, gegen ihn zu kämpfen. Sie müssen die Apollo hochleveln. Ja, ich sehe keine Chance, wie ich das gewinne. Ne. Ich sehe durch. Hallo, Controller. Danke. Oh, ich hasse ihr Team. Pokémon hätte auch kreativer sein können, oder? Müssen sie jeden Eistyp mit Wasser kombinieren, gefühlt? Entweder Eis oder Psycho. Wer Wasser ist, ist auch Psycho. Nichts anderes. Wer ist denn mal mit Eis, Tarnung? Was anderes. Nicht nur diesen Schwachsinn die ganze Zeit. Willst du dein Team aufbauen, das gegen Wasser, Eis und Psycho funktioniert? Und ich habe einen Kampfbomber, was nichts bringt, weil ich mal Kampfbomber nicht entwickeln kann.
dumm, ey. Pokémon, ich muss sagen, Generation 1 ist toll, aber Generation 1 hat so viele Fehler. Hat so viele Probleme. Die ich einfach nicht... Oh, ich konnte mir nicht klar, ey. Warum mache ich Durchbruch? Generation 1 hat so viele Probleme. Bin ich ganz ehrlich. Ja, okay. So viele fragwürdige Entscheidungen, die ich nicht verstehe. Und auch nie verstehen werde wahrscheinlich. Niemals. Allein schon die Sache, dass sie einen Geisttypen hatten, ohne nur einen Geist-Pokémon zu haben. Das ist... Warum? Wenn man den Typen nicht benutzen kann oder nicht allein nutzen kann, warum macht man ihn überhaupt? Wenn er keinen Sinn hat. Weil du hast keinen Moment, wo Geist... Es sei denn, du hast einen Geistgegner. Den es auch so oft gibt, hier im Spiel gefühlt. Der dann drei Pokémon benutzen darf. Toll.